Na gut, dann holen wir mal unsere Axt raus und schauen da rein. So, ja genau, da ist ein fliegendes Etwas, wahrscheinlich ein Dämon. Aber gut, wir sind so weit gekommen, wir haben ein ganzes Orkdorf ausgelöscht. Da werden wir es jetzt auch mit so einem Biest aufnehmen können. Also rauf da. Und nimm das. Und er wehrt sich nicht. Oh Moment, wer spricht hier? Du sprichst zu mir. Wie kommst du in meinen Kopf? Du bist was? Der Diener deines Herrn? Du erscheinst mir eher wie eine Kreatur der Hölle. Ich soll schweigen. Okay. Gut, dass er uns nicht übel nimmt, dass wir ihn mit einer Zweihand-Axt malträtiert haben. Aber es scheint ihn auch nicht wirklich gekratzt zu haben. Gut, also er ist wohl ein Diener von Xardas. Fragen wir ihn mal. Heißt dein Herr und Meister zufällig Xardas? Aha, Namen sind also unwichtig. Okay, ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier der Turm von Xardas ist. Ich muss mit deinem Meister sprechen. Ich? Unwürdig? Was für ein Test. Ah, ich verstehe. Wer dein Meister sprechen will, muss sich würdig erweisen. Moment, wie war das? Der Beweis? Sieg über was? Sieg über die Elemente. Stein. Eis? Feuer. Okay, also Stein und Eis haben wir schon besiegt. Nur den Feuergolem noch nicht. Na gut. Sterblicher? Wer, ich? Ich gehe ja schon. Das war jetzt sehr skurril. Aber gut, wenigstens müssen wir nicht gegen ihn kämpfen. Jetzt bleibt aber der Feuergolem. Das heißt, wir sollten den Eisblock vielleicht doch ausprobieren. Beziehungsweise das Herz des Eisgolems. Wo sind unsere Schriftrollen? Da sind unsere Schriftrollen. Also, wir haben... Feuerball braucht man nicht. Wir haben einen Eisblock. Wir haben das Herz eines Eisgolems, was ungefähr das gleiche machen dürfte. Und Steingolem wird nicht helfen. Und ansonsten haben wir keinen Blitz- oder Eiszauber. Wir haben zwar Runen für Eispfeile, aber die können wir nicht benutzen. Eine Schriftrolle für Eispfeile, das wäre wahrscheinlich genau das Richtige. Aber die könnten wir nur bei den Wassermagiern bekommen. Aber gut, probieren wir es erstmal mit dem Eisblock und dem Herz aus Eis. Und vorher gucken wir mal, was hier noch so zu holen ist. Er schaut irgendwie so in unsere Richtung, aber wir probieren es einfach mal. Wenn er was dagegen hat, wird er bestimmt sich schon in unserem Kopf melden. Also links, nein. Rechts, links, 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 nein. Rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Und eine ganze Menge Erz und der Dämon sagt nichts. Das heißt, wir werden es uns wohl einfach nehmen dürfen. Das ist doch nett. So, ist hier noch irgendwo? Da ist noch eine Kiste. Links, nein. Rechts, rechts, nein. Rechts, links, 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 nein. Rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Ah, ist dieselbe Kombination wie bei der anderen Truhe eben. Oh, und jede Menge Tränke. Sogar eins, das permanent unsere Lebenskraft erhöht. Das ist doch mal sehr praktisch. Und wird auch sofort getrunken. So, Heiltrank hinterher. Ja, doch, Xardas hat ein paar ganz nette Sachen hier rumliegen. Und das ist quasi nur der Vorraum von seinem Turm. Was denn wohl oben alles zu holen sein wird. Aber gut, wir sollten uns erstmal um den Feuergolem kümmern. Speichern wir mal kurz ab. So, und jetzt probieren wir den Eisblock aus. Also den Schriftrollenzauber. Wenn das nicht hilft, benutzen wir den... Oh, fängt auch noch an zu regnen. Benutzen wir das Herz aus Eis. Und vielleicht hilft uns der Regen ja ein bisschen. Das ist bestimmt unangenehm für so einen Feuergolem. Aber gut, ja, Geschwindigkeitstrank vorher noch. Damit wir ganz schnell die Beine in die Hand nehmen können. Also, Eisblock.
Oh, können wir vielleicht hier rauf, dass er uns dann nicht erreichen kann? Das wäre natürlich sehr praktisch. Das ging schon mal daneben. Und er läuft weg. Ha. Vielleicht kommt er echt nicht mit dem Regen klar. Nope. Eisblock hat schon mal nicht geklappt. So, nehmen wir das Herz aus Eis. Hat auch nicht geklappt. Lauf, 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 lauf. Ja gut, hat beides nicht funktioniert. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal in Sicherheit bringen und dann teleportieren wir uns zurück zu den Wassermagiern. Dann werden wir zwar ganz wieder hierher laufen müssen, aber wir kaufen uns einfach alle Geschwindigkeitstränke, die sie da auf Vorrat haben. Dann klappt das auch. Also, erstmal einen Mana-Trank. Und dann, wo sind unsere Runen? Da ist unsere Rune zum Wassermagier. Obwohl, bei den Wassermagiern waren wir gerade erst. Gehen wir mal kurz ins Sumpflager. Da gibt es noch den Kräuterhändler. Der hat vielleicht was. Den Magier, den wir früher mal beeindrucken mussten. Der hat vielleicht auch ein paar Schriftrollen im Angebot. Und ja, Korkalom können wir nicht mehr nach Tränken fragen. Aber gut, trotzdem sollten wir hier mal kurz gucken, bevor wir uns im neuen Lager bedienen. Ah, vielleicht hat der Schmied hier ja auch was. Unsere Waffe hat 79 Schaden. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. So, er hat ein bisschen Erz, das ist schon mal gut. Und 73 Zweihandwaffe. Ich habe schon wieder vergessen, wie viel unsere hatte. Nee, nicht die alte Streitaxt. Aber gut, verkaufen wir kurz unsere Orkwaffen. Davon haben wir ja ein paar. So, den Götterhammer nicht. Den Todbringer auch nicht. Die hier können wieder weg. So, er hatte eh nur 300 Erz. Das passt dann ja. Oh ne, er hatte 600. Na egal. Müssen hier gleich nicht das ganze Erz abnehmen. Hm? So. Also, seine Waffe hatte 73. Unsere Waffe hat 79. Ja, unsere ist besser. Aber gut, sind wir wenigstens ein paar Ork-Waffen losgeworden. Ist ja auch okay. Jetzt ab zu dem Magier. Oder Guru, um es richtig zu sagen. Der ist hier vorne schon. Und schauen, was er so Tolles im Angebot hat. Also Eispfeile oder irgendeine Form von Blitzzauber wäre ganz praktisch. Außerdem noch Geschwindigkeitstränke oder permanente Tränke. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So, er hat schon mal Schnelligkeitstränke. Er hat jede Menge Heiltränke. So, nehmen wir mal. Oh, er hat richtig viele Tränke. Oh, was ist das denn Schickes? Ring der Unbesiegbarkeit. Schutz vor Waffen, Pfeilen, Feuer und Magie. Hm. Da schauen wir gleich mal, was wir so Schönes tragen. Aber das sieht echt nett aus. Schutz vor Feuer allgemein wäre ganz nett gegen den Golem. So, Windfaust brauchen wir nicht. Verwandlung Wolf. Verwandlung, Verwandlung, Verwandlung brauchen wir alles nicht. Telekinese, nein. Sturmfaust, nein. Schlaf, nein. Pyrokinese. Das klingt nach Feuer, nein. Freundlich stimmen, Windfaust. Nee. Kein Eis oder Blitzzauber. Schade. Aber gut, gucken wir noch, was wir noch alles zum Tauschen haben. Noch ein paar. Oh, den Todbringer wollte ich behalten. Orkwaffe, Orkwaffe, ein Gardeschwert. Das kann alles weg. Es kommt nicht ganz hin. Ja gut, werden wir mal ein bisschen was von unserem Erz da lassen müssen.
Können wir immer noch zurücktauschen später. So. 1126. So, wie war das jetzt mit den Ringen? Da haben wir zurzeit Lebensenergie und Schutz vor Waffen 10. Ja, das ist nicht so toll. Das heißt, wir kaufen uns seinen Unbesiegbarkeitsring. Na, werden wir gut ernst. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So, hatte davon noch 2. Unbezwingbarkeit und Besiegbarkeit. Obwohl, ist das so viel besser als 20 mehr Lebenspunkte. Ist er dann noch Schutz vor Fallen, Schutz vor Feuer? Und da fangen schon die Zaubersprüche an. Also, nee, nur einen davon. Na gut, den nehmen wir aber dann schon mal. Und sonst irgendwas? Nö. Guti, was lassen wir dafür da? Schutz vor Waffen 10, richtig? Ja. Und wir können den einen Eispfeil auch hier lassen. Eigentlich sogar beide, denn wir können die eh nicht benutzen. So. Schon müssen wir nicht ganz so viel Erz hier lassen. Und 1000. Guti. Zwar nicht das, was wir eigentlich haben wollten, aber trotzdem ganz nettes Spielzeug. So. Dann Kräuterhändler wollten wir noch kurz schauen. Der war bei Korkalom. Also müsste hier vorne irgendwo sein. Auch wenn der eigentlich immer nur Kraut hatte. Aber die Händler ändern ja recht häufig ihr Sortiment. Also schauen wir einfach mal kurz nach, wo wir schon mal hier sind. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Nee, er hat nur seine Kräuter. Schade. Na gut, dann auf zu den Wassermagiern. Ja, diese Runen sind wirklich irre praktisch. So, auch wenn wir Saturas dadurch wahrscheinlich ziemlich erschrecken, aber das muss halt sein. So, wir hatten hier die Tränke. Wer hatte die Schriftrollen? Sei gegrüßt. Er ja nicht. Du vielleicht? An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Sei gegrüßt. Nee, bleibt ja nicht mehr allzu viel über. Hier ist wohl eine Wohnstube. Dann du. Hallo. Lass mich mal durch. Ha. Oder gar keiner hier oben verkauft Sprüche, sondern nur Kronos unten beim Erzhaufen. Das war ein bisschen enttäuschend. Irgendwie bei einer Ansammlung von so viel Wassermagern könnte man noch erwarten, dass es mehrere Händler gibt, die etwas verkaufen. Aber gut. Uha, da sind wir ein Tickchen zu weit gesprungen. Aber die Akrobatik macht sich wirklich bezahlt. So. Hallo. Hallo, wir wollen tauschen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So, dann drücken wir mal die Daumen, dass er irgendwas Eis- oder Blitzartiges hat. Oder noch so einen schicken Ring vielleicht. Schaut nicht so aus. Ne, Verwandlungszauber, Feuerball, Eispfeil als Rune können wir nicht benutzen. Verwandlungszauber brauchen wir alles nicht. Eispfeil, sehr schön. Davon nehmen wir mal, ups, davon hat er nur ein. Ne, ne? Eiswelle hat er noch. Ist gleich wesentlich teurer. Ah ne, da ist der Eispfeil. So, 1, 2, 3, 4. Nehmen wir mal 5 Stück davon mit. Kugelblitz. Das probieren wir auch mal aus. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das wird ziemlich teuer. Aber gut, hilft alles nichts. Und so eine Eiswelle nehmen wir auch noch mal eine mit. Hat er noch irgendwo... Oh, Blitz.
Es kommen auch zwei Stück mit. Sind wir schon fast bei 1000 Erz, aber wir wollen es euch jetzt auch beweisen vor dem Xardas. Da wollen wir uns nicht lumpen lassen. Hm? So, haben wir irgendwas verkaufen können? Wir haben jede Menge Skelette beschwören. Davon lassen wir mal ein paar da. Und Telekinese haben wir auch recht viele. So, Verwandlungszauber behalten wir alle. Und den Rest füllen wir auf mit ähnlichen Kräutern. So. Jetzt müssten wir gewappnet sein, um den Feuergolem umzubringen. Hat zwar ziemlich was gekostet, aber unterwegs haben wir noch einen schönen Ring für uns bekommen. Hat sich also alles gelohnt. So, jetzt schlucken wir einen Geschwindigkeitstrank und machen uns wieder auf zu Xardas Turm. So, was ist eigentlich zwischen den beiden? Der eine... Oh, das ist ein Geschicklichkeitstrank. So, jetzt aber auf zu Xardas Turm. Das heißt, wir werden wieder Richtung altes Lager, dann rechts abbiegen und bei den Wachen vorbei ins Orkgebiet. Aber das wird warten müssen. Jetzt speichern wir erstmal ab. LP 66.